Im goldenen Zeitalter des Theaters war die große Dame der Bühne... Ihr wart brillant, die schönste Frau in diesem Theater. ...durchaus keine Dame. Wir beide fragen uns, ob ihr tatsächlich ein echter Mann seid. Diese zwei Frauen, hatten sie Erfolg? Für was für ein Mädchen hältst du mich? Per Gesetz war es Frauen verboten, auf der Bühne zu stehen. Das ist illegal. Ich wollte bloß das tun, was ihr tut. Was wir wollen, sind Überraschungen. Sehr richtig. Ich denke, es wäre amüsant, Frauen auf der Bühne zu sehen. Sie würde ein bisschen frischen Wind in die Bude bringen. Wir erteilen hiermit Frauen die Erlaubnis, aufzutreten. Eine Frau spielt eine Frau. Wo liegt darin die Kunst? Ich wollte nur Theater spielen. Ich habe ein halbes Leben gearbeitet, um das zu können. Und welcher Lehrer hat euch unterwiesen? Ich hatte keinen Lehrer. Aber ich hatte auch weniger Ausbildung nötig. Ich habe euch nichts weggenommen, das euch gehört. Ihr tragt meine Kleider, spielt meine Rollen, lebt mein Leben. Und das ist nichts? Ich möchte auftreten. Warum wollt ihr keine Männer spielen? Männer sind nicht schön. Bei Frauen ist alles, was sie tun, schön. Besonders, wenn sie sterben. Keine Frau würde so sterben. Eine Frau würde kämpfen. Senatorfilm präsentiert. Kennt ihr die fünf Positionen der weiblichen Unterwerfung? Was? Nun, die fünf Positionen der weiblichen Unterwerfung. Eine Geschichte über die Liebe. Wir sind verbundene Seelen. Ich denke, ihr werdet ein ebenso guter Mann wie jede Frau. Das Theater? Was wir tun, ist, was wir sind. Und die Suche nach sich selbst. Es gibt Dinge, die ich sein kann, wenn ich Frau bin, doch niemals, wenn ich Mann bin. Tja, welch eine Tragödie. Billy Crudup, Claire Danes, Tom Wilkinson, Ben Chaplin und Rupert Everett. Ich konnte die Schönheit nicht sterben lassen. Ohne Schönheit bleibt gar nichts. Stage Beauty. Ihr seht einen Mann durch das Spiegelbild einer Frau, durch das Spiegelbild eines Mannes. Offensichtlich habe ich noch nicht genug getrunken.